Einen sehr schönen guten Tag, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, Sie hier wiederzusehen. Ich hoffe, Ihnen allen geht's gut und mit großer Freude und Fleiß lernen Sie Fremdsprachen und zwar mit uns, Ebrard Farsantlari, auch zusammen. Assalamu alaikum, kadarli til ixlosmandlari. Sog-omonmisiz. Sizlar bilan yana ko'rishib turganimizdan bag'oyat mamnunman. Katta ishtiyoq bilan chet tillarini biz bilan, brat farzandlari bilan ham birgalikda o'rganyapsiz deb umid qilaman. Va bugun siz bilan darsimizda o'tgan darslarda o'rgangan mavzularingizni bir karra yana takrorlashingizdan judayam xursandman. Nun beginnen wir. Hier sehen Sie also das Thema lautet diesmal Wiederholung und unser Ziel, also Sprechziel ist ja, was machen? Die vorherigen Themen mal zu wiederholen. Also dabei haben wir Ihnen eine schöne Aufgabe hier vorbereitet und hoffentlich diese werden Ihnen gefallen und Sie werden mit uns das zusammen lernen. Ja, dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg, viel Freude und machen wir dann das. Ja, wie es Ihnen schon bekannt ist, die wichtigste Lexik, also der Wortschatz und die Ausdrücke für Sie. Also, ihr, mir sehen Sie hier was? Adjektive, sehr schön. Sizga ma'lum bo'lganidek, bizni darslarimiz orqali quyida siz nimani ko'ryapsiz? Ushbu mavzuning leksikasini, lug'atini va bunda ko'proq sifatlar berilgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, bugun darsimizda biz siz bilan ofisdagi jihozlarni tasvirlay olishni o'rganamiz va bunda bizga albatta sifatlar kerak bo'ladi. Yana bir takrorlab o'tamiz. Demak, der Gegenstand bu nima edi? Juda ham to'g'ri. Narsa, buyum, predmet edi. Va siz otlarni, artikli hamda ularni ko'pligi bilan yod olayotgan edingiz. Shuning uchun mana sizga berilyapti Gegenstände yonida Stände so'zini ko'ryapsiz. Demak, ko'plikda Gegenstände emas, Gegenstände bo'lar ekan. A ham umlaut olar ekan va ot sizga ma'lum bo'lganidek ko'plikda odatda i qo'shimchasi bilan yasaladi va narsa buyum so'zimiz ham nemis tilida Gegenstände bo'lar ekan. Die Farbe yoki die Farben rang-baranglar degani edi va weiß, schwarz, grau, blau, rot, gelb, grün, braun, rosa, orange. Bular ranglar. Va bularni siz hozir har galgidek sizga dars jarayonida beriladigan vazifalar orqali tarjimalari bilan ham, ularni gapda qo'llanishi bilan ham tanishib borasiz. Shuningdek, diqqat qiling, welche Farbe hat? Oder welche Farbe haben und drei Punkte? Also, savol berish, ya'ni ma'lum bir jihoz qanday rangda? Welche Farbe haben die Wände Ihres Büros? Masalan, sizning ofisingizning devorlari qanday rangda? Oder ist Ihr Büro groß oder klein? Sizning ofisingiz kattami yoki kichikmi? Ist Ihr Büro neu? Ofisingiz yangimi? Oder ist Ihr Büro modern? Ofisingiz zamonaviymi? Oder das Büro ist alt, bu Office? Eski ekan, ya'ni qurilish jihatidan yoki jihozlanishiga ko'ra alt eski yoki qadimiy ma'nosini ham beradi. Uni jumlaga, o'sha kontekstga qarab tarjima qilasiz albatta va bunda biz sizga taqdim etayotgan vazifalarimiz orqali yordam beramiz. Sehen Sie hier bitte
auch Grammatik. Wozu brauchen wir das? Können Sie auch sagen. Бардан нема учен енде презентација енгизде ја на граматика хам. Сазге малум бар маузулар билан мураккаплик кылмаслиги учен биз башлангыч курстамыз устаз офисни тасвирлаш. Уман офис атамасыны узы бу мураккап деп англашингиз хам мумкин. Лекин онда сазге осан созлар ва ибаралар билан chiroyli mavzularni taqdim etyapmiz deb umid qilaman va quyida masalan siz ushbu dars orqali nafaqat bir ofisdagi predmetni tasvirlash balki o'sha ofisga xos bo'lgan narsa buyumlarni aytishni ham o'rganasiz va mana shuning uchun ham sizga ushbu grammatikada quyidagi vazifa kelyapti. Demak, de plural, plural, plural deysiz ingliz tilida. Bu ko'plik degani. Demak, coolies. Coolies buni birligi qanday edi? 8-darsni o'zlashtirganlar albatta biladi. De coolie, de coolies. A? Ruchka, ruchkalar yoki de Zeitungen. Oder die Bücher, die Bleistifte. Die Tische, die Stühle, biz ushbu otlarni, ya'ni ma'lum bir ofisga xos bo'lgan predmetlarni biz siz bilan 8-darsimizda birlik ko'rinishida o'rgangan edik. Agar ko'rib o'zlashtirib ulgurmagan bo'lsangiz, 8-darsni albatta kuzatishingizni, undan so'ng 9-darsimizni davom ettirishingizni tavsiya qilaman. Shu o'rinda sizga tarjimalarini yana ta'kidlab o'tamiz. Demak, Zeitungen, die Zeitungen, gazetalar, die Zeitung, gazeta. Demak, die Bücher, kitoblar, die Bleistifte, qalamlar, die Tische, stollar, die Stühle, stullar. Sehr schön. Damit möchte ich sagen, dass Sie, also damit möchte ich nochmal erwähnen, Taktlab Utaman, wenn Sie Nomen auswendig lernen, bitte mit Pluralform und auch bitte mit dem Artikel. Ja? Otlarni yod olayotganingizda iltimos albatta uning artikli va ko'pligi bilan yod oling. Va bu sizga jumlalarni to'g'ri tuzishingizda va to'g'ri talaffuzni ham o'rganishingizda ma'lum bir otni yaqindan yordam beradi. Demak, Bucher emas, Bücher. Stühle emas, Stühle. Nemis tili biroz qo'polroq til deyishadi-da, lekin aslida unday emas. Agar bir tilni juda yaxshi ko'rsangiz, muhabbat bilan o'rgansangiz, beixtiyor u ham ya'ni sizni eng yaqin insonlaringiz bilan kerak bo'lsa, yaxshi ko'rgan insoningiz bilan gaplashadigan tilingizga ham aylanishi mumkin. Ya'ni juda chiroyli nafosat bilan ham gapirish mumkin, lekin nemis tili haqiqatda ham endi ingliz tili bilan yoki fransuz tili bilan qiyoslaydigan bo'lsak, albatta u qattiqroq ohangga ega bo'lgan, chunki bu muhandislar Ingenieursprache deb ataladi nemis tili. Bu degani nemis tilida aniqlik va tartiblilik juda ham ustuvorlik qiladi. Xuddi nemis xalqiga xos mentalitet, nemis xalqining mentalitetiga xoslik, o'ziga xoslik ularni albatta barcha xalqlar tillarida bo'lgani kabi tilida ham ufurib turadi. Va o'ylaymanki, mana shu nemischa qat'iy ohang bor ekan deganda nemislarga xos bo'lgan, nemis olmon xalqiga xos bo'lgan mana shu qat'iyatlilik va tartiblilik, intizom nazarda tutiladi odatda.
lekin qandaydir tildagi qo'pollik emas. Siz ham shuning uchun masalan mana shu umlautli so'zlar, ya'ni siz bilasiz, bizda qattiq unlilar va yumshoq unlilar bor o'zbek tilida ham, chet tillarida ham. Xuddi shunday nemis tilida a, o, u nima bu qattiq unlilar va ularda umlaut, ya'ni ikki nuqta ustida ko'ryapsiz, shu holat kelsa, demak, ularni o'qilishi o'zgaradi. Masalan, a harfi ustida umlaut ko'rasiz, u i, eshik, ekin so'zlari kabi i bo'lib o'zgaradi. Masalan, aytasiz Märchen, das Märchen. Märchen yoziladi o'zi umlaut bilan, lekin das Märchen deb talaffuz qilinadi. Ertak degani bu. Yoki masalan, das Buch ko'plikda die Bücher. Kitob, kitoblar, ha? Yoki masalan, Stuhl und Stühle. Ha? Sezayapsizmi farqni? Sehr schön. Und versuchen Sie auch, Ihre Aussprache zu trainieren. Iltimos, o'zingizni talaffuzingiz ustida ham har bir darsda berilayotgan sizga yangi leksikalar, yangi so'zlar, so'zlarni to'g'ri talaffuz qilish orqali talaffuzingiz ustida ishlashni ham unutmang. Demak, zum Beginn werden wir mit Ihnen Gegenstände im Büro mal wieder erwähnen. Also, wenn Sie in der 8. Stunde schon mal den Wortschatz und die Ausdrücke auswendig gelernt haben und die Übungen gemacht haben, Sie können ruhig hier in dem, an dem Bild, was hier dargestellt wurde, also die Sachen oder die Gegenstände, was machen? Benennen können. Agar sakkizinchi darsimizdagi so'zlarni o'zlashtirgan bo'lsangiz va mashqlarni bajargan bo'lsangiz, siz ushbu tasvirdagi narsa buyumlarni atay olasiz. Zum Beispiel, welche Gegenstände können Sie schon oder kennen Sie schon hier? Können Sie und kennen Sie? Bunda farq bor. Können Sie degani ayta olasiz. Masalan, to'g'ri talaffuz qila olasiz, xuddi boya aytganimiz kabi. Yoki kennen Sie degani bilasiz. Auf Deutsch natürlich. Demak, bu yerda ko'ryapsiz, stol, kompyuter, zamonaviy kitob, javona, divan, kauchlar, wie sagt man das auf Deutsch? Ja? Das müssen wir mal benennen können. Buni atay olishimiz kerak. Und machen Sie das bitte mit sich selbst. Der Tisch, Sofa, die Stühle oder der Stuhl, der Schrank, der Bücherschrank, ne? Und so weiter und so fort. Ja? Wunderbar. Wenn Sie so weit lernen und so Art und Weise lernen, Sie machen das richtig und auch exzellent. Shu tariqa o'zlashtirib borayotgan bo'lsangiz, demak siz juda to'g'ri bajarayapsiz va oliy darajada bajarayapsiz vazifalarimizni. Buning uchun sizga albatta o'z minnatdorchiligimni bildirib o'taman shu o'rinda. Und machen wir weiter mit Ihnen Sprachfokus. Sprachfokus hier, Sie haben wieder die Namen der Länder und der Sprachen. Tilga oid atamalarda siz yana nimalarni ko'rayapsiz? Yana sizga 7-chi yoki 6-chi darslarimizda o'rgatganlarim, ya'ni mamlakat nomlari hamda ma'lum bir til nomlari, ya'ni nemis tili, italyan tili, fransuz tili, ispan tili, xitoy tili, yapon tili, rus tili yoki Rossiya, Yaponiya, Xitoy, Ispaniya, Fransiya, Italiya, Germaniya va mamlakat. Men hozir bu yerda nima qildim? O'zbek tilida aytdim sizga taqdim etilayotgan takrorlash uchun berilgan so'zlarni. Bunda nima demoqchimiz shu prezentatsiya bilan sizga? Siz tizimlilikni
uzvilikni yo'qotmang. Ya'ni bundan oldingi darslarda berilgan so'z iboralarini, vazifalarni ham bevosita navbatdagi darslarimizda qo'llab boring va shu tariqa bilimingizni yanada mustahkamlang. Zum Beispiel, heute ist unser Hauptziel, dass wir die Gegenstände im Büro beschreiben zu können. Aber wir können daneben auch sagen, zum Beispiel, zu wem diese Sachen gehört. Oder dabei auch können wir einen Text bilden und in so Art und Weise auch diese Lexik wieder verwenden, ja? Ko'pni mishiga gapirib qo'ydimman. Umid qilamanki, buni angladingiz. Yoki demoqchimanki, ushbu oldingi darslarda aytilayotgan sizga o'rgatilgan so'z iboralarini va mavzularni yoki jumlalarni bog'lagan holatda yangi mavzuni maqsadini ochib beruvchi mashqlarni o'zlashtirib, ulardan umumiy bir nutq, umumiy bir yana chiroyli matn yaratishingiz mumkin va buni qanday qila olishingizni men sizga o'rgatib boraman. Bitte schön. Hier sehen Sie, er spricht Italienisch. U italyan tilida gapiradi yoki gapiryapti. Shu o'rinda yana bir narsani aytib o'taman sizga. Gapiradi yoki gapiryapti deyapman. Nega shunday deyapman? Siz aytishingiz mumkin, ustoz, o'zi nima bor? Gapiradi deyishingiz uchun kelasi zamon shakli bor va bu hozir bizga tanish, bu presence, hozirgi zamon shakli. Lekin bir narsani unutmang. Balki bu sizga tanish qoidadir. Nemis tilida futur, ya'ni kelasi zamon shakli bugungi kun og'zaki nutqda iste'molda mavjud emas. Ya'ni siz nemis xudo xohlasa ibrat farzandlarida yana bugun 9-chi dars bo'lsa, Dilfuza opa bilan yana navbatdagi 20 ta yoki boring 15-20 ta darsni kuzatgandan so'ng men boshlang'ich A1 darajada juda chiroyli gapira olaman deyishim uchun futurni o'rganishim kerak deyishingiz, shunday talabni o'zingizga qo'yishingiz shart emas ekan. Ya'ni siz ushbu jumlalarni ham bemalol, ya'ni o'zingizni orzu istaklaringiz kelajakda bo'ladigan yaqin kelajak, uzoq kelajak, bu bizda vaqt jihatdan ingliz tilidagi kabi fe'l zamonlarida chegara yo'q. Bularni ham men sizga batafsil o'rgataman o'z o'rnida, o'z mavzuga bog'lagan holatda. Ya'ni demoqchimanki, siz hozir 2 oydan keyin, 1 yildan keyin yoki umuman men yaqin orada yoki umrim davomida Germaniyaga boraman, Avstriyaga boraman, Shvetsariyaga boraman yoki mana shu 7 xil tilda gapira olaman, o'rganaman hammasini, kelajakda bo'ladi, lekin bevosita, bemalol mana shu jumlalarni siz nimada hozirgi zamonda ifodalashingiz, gapirishingiz mumkin va bu to'g'ri. Zum Beispiel, er spricht Italienisch oder ich spreche Deutsch, Englisch, Türkisch, ein bisschen Russisch, nein, sehr gut Russisch, aber ein bisschen Französisch. Bularni o'rganuvdik siz bilan, ya'ni men nemis, ingliz, rus tillarida yaxshi gapiraman, aber biroz fransuzcha gapira olaman. Har kim o'zini tillarni bilish darajasiga ko'ra shunday jumlalar tuza olishi, gapira olishi mumkin edi va bu bilan yana nimani ayta olishimiz mumkin? Ya'ni qaysi millatga mansubligimizni ham ayta olishimiz mumkin edi. Ich komme aus Uzbekistan. Ja? Ich komme aus Uzbekistan. Ich komme aus Samarkand. Oder ich chet elda bo'lsak aytamizda, ich komme aus Uzbekistan. Aus Orend komme ich, ne? Aus der ehemaligen Seidenstraße befindet sich Usbekistan.
Fakhr bilan aytamiz. Büyük İpek yolunda joylashgan, tarixi büyük İpek yolunda joylashgan Uzbekistan'dan man deb aytamiz fakhr bilan. Yoki Samarqandi azimdan man deymiz. Xuddi shuningdek bu mavzular ham, ya'ni millatni aytish yoki ma'lum bir tilni bilishimizni, qay darajada bilishimizni, gut, sehr gut oder ein bisschen, das können wir alles schon mal gelernt mit ihnen. Und sie können mit der Wiederholung, takrorlash orkali, das noch, was machen? Vervollkommnen, die den Nemslar. Yoki oddiyroq qilib festigin deymiz, mustahkamlashingiz mumkin. Takror juda yaxshi narsa, o'sha qo'llashingiz, ya'ni jumlalarda gapirib qo'llashingiz yoki yozma nutqingizda, yozishingiz orqali yanada mustahkamlanadi olinadigan ilm yoki o'rganilayotgan bilimlar. So machen Sie bitte und das wäre sinnvoll. Leseübung hier, bitte Ihnen, sprechen Sie Englisch. Sprechen Sie Englisch. Sprechen Sie Englisch, Herr Wolf. Ich spreche ein bisschen Englisch, aber sehr gut Deutsch. Sprechen Sie auch Englisch? Ja, ich spreche gut Englisch. Ja, ich spreche gut Englisch. Nadine, sprichst du Deutsch? Ja, ich spreche Deutsch und ein bisschen Chinesisch, aber kein Japanisch. Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche sehr gut Deutsch. Und Sie? Sizchi? Demak, quyidagi vazifada sizga o'qib tushunish ko'nikmangizni rivojlantirish uchun vazifa berilyapti va uni imkonim qadar foydali o'qib berishga harakat qildim. Siz ham o'zingiz uchun shu tariqa o'qing va ushbu mashq uchun sizga vazifa bor. Ya'ni uni tinglab tushunish mashqi yoki navbatdagi grammatik mashqi orqali ham hozir ko'rasiz, ya'ni nima bo'ladi? Bunda sizni shu matnni qanchalik anglaganingiz, mazmunini ona tilingizda qanchalik anglaganingiz tekshiriladi odatda. Ya'ni har bir vazifada nafaqat bu yerda chiroyli ifodali o'qiy olish, balki uni anglay olish ham muhim. Shu tariqa o'rganamiz. Good. Hier dann wird wie viel Personen ist hier? Herr Wolf, Frau Nadine und noch? Ja, und welche Sprachen kann Herr Wolf oder spricht Herr Wolf? Und auf welche Sprachen spricht Frau Nadine? O'zingizga savol berib ko'ring. Demak, janob Wolf qaysi tillarda gapira oladi? Nadine xonimchi, va buni erkin aytib ko'rishga, o'zingizga javob berishga harakat qiling. Va vergessen Sie bitte nicht, auch eigene Gedanke, eigene Meinung auch zu äußern. Bunda o'z fikringiz va mulohazangizni ham bildirib o'tishni unutmang. Zero o'zingiz bilan birga suhbatlashayotgan yoki suhbatdoshingiz bilan birga mana shu vazifani bajarayotgan bo'lsangiz ham, ya'ni avval matnda berilayotgan qahramonlarimiz janob Wolf va Nadine xonimni til bilish, qaysi tillarni bilishi va qay darajada bilishini ayting. Undan so'ng o'zingizning ma'lum bir tillarni qay darajada bilasiz? O'zi umuman qaysi tillarni bilasiz? Undan so'ng qay darajada bilasiz? Ya'ni bu bilan nima qilamiz? Bu bilan quyida sizga berilgan, takrorlash uchun berilgan, prezentatsiyamizda berilgan so'zlarni qo'llaymiz. Yashang. Good. Und ich hoffe, so art und weise lernen Sie alle Sprachen. Va umid qilamanki, barcha chet tillarni mana shu tariqa o'rganasiz. Nafaqat so'zni yodlaysiz, balki uni o'qib tushunib, tinglab tushunib, so'zlab yoza olib jumlalarda, keyin matnlarda
Avvalo jumlalarda, keyin mashqlarda, undan so'ng o'zingizning ijodiy matnlaringizda, og'zaki nutq matningizda qo'llaysiz va shu tariqa mukammal o'rganasiz ma'lum bir tilni. Gut, hier eine Hörübung für Sie. Und diese Hörübung lautet, welche Sprachen sprechen Sie? Hoş. Qaysi tillarda gapirasiz? Deb nomlanar ekan mana shu tinglab tushunish vazifamiz. Bitte achten Sie auf die Fragen. Also lesen Sie einfach mal durch. Iltimos, savollarni, quyida sizga kelayotgan savollarni o'qib tanishib chiqing. Buning uchun sizga 1 daqiqa vaqt. Sind Sie soweit? Haben Sie schon alle 4 Fragen durchgelesen? Tayyor misiz? 4 savolni ham o'qidingizmi? Unda bitte hören Sie aufmerksam zu. Unda diqqat bilan tinglang, men ushbu tinglab tushunish matnini sizga ifodali o'qib beraman. Ja. Guten Tag, Matthias. Guten Tag. Guten Tag, Matthias. Wer ist das? Hallo, Julia. Das ist Ivan Petrov. Woher kommt er? Woher kommt er? Er kommt aus Russland, aber er spricht sehr gut Deutsch. Spricht er auch Englisch? Ja, er spricht gut Englisch und ein bisschen Französisch. Ach, ich spreche auch Englisch und Französisch. Und? Könnten Sie Aufgaben lösen? Könnten Sie auch die Fragen beantworten? Was Sie von Bajra Olden Gizma? Sie können natürlich diesen Hörtext auch langsam mal abhören und auch die Aufgabe lösen. Siz albatta men hozir o'qib eshitilgan audio matnni sekinlashtirib tinglashingiz va ushbu 4 vazifani savolga javobingizni yozishingiz mumkin. Bunda sizdan yana iltimos qilgan bo'lar edim, hör übunglarda ham, tinglab tushunishda ham imkon qadar vaqtga diqqatli bo'lib, o'zingizda shuni tarbiyalashingizni, ya'ni bir marta tinglashda nechtasini bajara olasiz, o'zingizni o'zingiz tekshiring. Undan keyin ikkinchi marta yana bir tinglab ko'ring. Ya'ni ushbu darsimiz videosini sekinlashtirgan holatda va albatta javoblaringizni yozib qoldiring. Men sizni bajargan javobingizni, ya'ni natijalaringizni albatta tekshirib, sizga natijasini ma'lum qilaman. Buning uchun sizga oldindan kattakon rahmat. Und machen wir hier weiter. Wie Sie hier sehen, hier Anwendung. Iborasini ko'ryapsiz. Demak, bu nimadan dalolat bo'ladi sizga? Also, dass Sie jetzt ganze mal was machen. Was wir heute während dieser Stunde gelernt haben, müssen Sie hier mal was machen? Verwenden. Sehr schön. Butun mana shu darsimizda o'rganganlarni va 8-chi darsda o'zlashtirganlaringizni bu yerda nima qilasiz hozir? Qo'llaysiz. Ya'ni qay tariqa? Sprechen Sie Dominik? Ha? Ahmed Song, ne? Deutsch, Englisch, Arabisch, Japanisch, Chinesisch. Wie gut, ein bisschen gut, sehr gut, ja? Das werden Sie mal üben und auch sagen können. Wunderbar. Wenn Sie so unsere Sprache Deutsch lernen, freue ich mich sehr. Und bitte, Ihre Antworten, Ihre Texte oder Dialoge, die Sie vorbereitet haben, die Sie gemacht haben, schreiben Sie auch an mich.
Ja, darauf würde mich sehr freuen. Damit werde ich unsere heutige Stunde schließen und werde mit Ihnen dann in der 10. Stunde dieses Sprechziel nochmal festigen. Schönen Blan, bugünkü 9. dersimiz nasıl bilen nihoyalaymiz va ushbu darsda maqsad qilib qo'yganimiz jihozlarni, ya'ni ofis jihozlarini biz ayta olishni o'rganamiz degandik. Lekin bundan oldin siz bilan biz o'zimizni oldingi darslarda o'zlashtirganlarimiz sifatlar yoki til, ma'lum bir til nomlari, mamlakat nomlarini katta urg'u berdik. Ularni takrorlab oldik siz bilan. Endi ushbu mavzuga oid faqat siz bu yerda Gegenstände im Büro, ya'ni 8-chi darsdagi nimalarni? Otlarni aytishni o'rgandingiz. Lekin o'sha otlar, ya'ni o'sha buyumlar qanday ekanligini aytish asli darsimizni maqsadi va bu dars siz bilan darsning birinchi qismi, kirish qismi deb qabul qilishingiz ham mumkin. Bu dars siz bilan yana davom etadi. Ya'ni siz endi o'rganasiz yana zum Beispiel, der Tisch ist groß oder der Bücherschrank ist super modern oder sehr modern. Okay. Das Sofa ist bequem, ne? Die waren judäum kulei und sehr weich oder bu shkaf, ya'ni kitobjavoni zamonaviy, yoki bu stol juda katta va keng, groß und breit degan jumlalarni ham aytishni o'rganasiz. Ya'ni men umid qilar edim, kutib qolar edim sizdan shu tariqa aytishni, chunki to be, ya'ni nemis tilida sein fe'lini tuslanishini men sizga prezident statuslanishini o'rgatganman va sizda ushbu mavzuni otlari, ya'ni buyumlarning nomlari mavjud va siz uni yod ayta olasiz. Ular bilan esa ya'ni o'sha jihozlarni ayta olishlik uchun, ularni bishg'aybin, ya'ni tasvirlay olishlik uchun sizda sifatlar mavjud. Mana hozir men namuna sifatida aytganim kabi urinib ko'ring va biz keyingi darsda buni yana nima qilamiz? Mustahkamlaymiz. Ya'ni der Tisch ist groß. Das Büro ist modern, ja? Oder und so weiter und so fort. Also überhaupt das Büro ist hell. Office juda yorug' und groß genug, ja? Yetarlicha katta und voll modern, judayam zamonaviy, ha? Ushbu jumlalarni yozib va ayta olishga ham harakat qilib ko'ring. Dafür bedanke ich mich sehr. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Mitmachen und auf Wiedersehen. Tschüss!